Der Pianist von Wladyslaw Spielmann, gelesen von Haskeldor. Kapitel 1 Krieg. An diesem 31. August 1939 waren sich in Warschau längst alle sicher, dass der Krieg gegen die Deutschen unvermeidbar war. Nur die unverbesserlichen Optimisten gaben sich noch der Täuschung hin, dass sich Hitler im letzten Augenblick von der entschlossenen Haltung Polens abschrecken lässt. Bei anderen verriet sich der Optimismus eher unbewusst als Opportunismus. Ein innerer Glaube war jeglicher Logik, dass der Ausbruch des Krieges, ob schon unvermeidlich und längst beschlossen, sich hinauszögern werde bis zu einem möglicherweise nicht allzu nahen Zeitpunkt und dass man noch ein bisschen würde leben können, wo doch das Leben so angenehm war. Abends war die Stadt sorgfältig verdunkelt. In den Häusern dichtete man Zimmer ab, die als Gasschutzräume vorgesehen waren, und passte die Gasmasken an, denn Gas fürchtete man am meisten. Unterdessen spielten hinter den verdunkelten Fenstern der Cafés und Bars noch immer die Orchester. Gäste tranken Schnaps, tanzten und erregten sich patriotisch durch das Absingen kämpferischer Lieder. Die Notwendigkeit des Verdunkelns, die Möglichkeit, Masken über die Schulter gehängt zu tragen und die nächtliche Heimkehr per Taxi durch die ganz veränderten Straßen, das alles machte das Leben reizvoller, zumal noch keinerlei Gefahr damit verbunden war. Zu dieser Zeit wohnte ich mit Eltern und Geschwistern in der Sliska-Straße und arbeitete beim polnischen Rundfunk als Pianist. An jenem letzten Augusttag kam ich spät nach Hause. Ich war müde und ging gleich zu Bett. Unsere Wohnung lag im dritten Stock, was seine gute Seite hatte. In den Sommernächten sanken Staub und Straßengerüche nach unten, während sich von oben vom Himmel eine Schicht erfrischender Luft unseren offenen Fenstern entgegenschob, mit der Feuchtigkeit gesättigt, die aus dem Bett der Weichsel dampfte. Explosionsgetöse riss mich aus dem Schlaf. Es war schon hell geworden. Ich schaute auf die Uhr. Gleich sechs. Die Explosion war nicht allzu stark und schien ziemlich weit weg. Jedenfalls außerhalb der Stadt. Es fanden offenbar militärische Übungen statt, an die wir uns alle seit ein paar Tagen gewöhnt hatten. Nach wenigen Minuten hörten die Explosionen auf. Ich überlegte, ob ich nicht wieder einschlafen sollte. Doch es war schon zu hell und zu sonnig. Ich beschloss, Lieber bis zum Frühstück zu lesen. Es muß mindestens acht gewesen sein, als meine Zimmertür aufging und Mutter auf der Schwelle erschien, so angekleidet, als wollte sie jeden Augenblick in die Stadt. Sie war blasser als gewöhnlich und konnte eine gewisse Missbilligung nicht verhehlen, daß sie noch im Bett lag und las. Sie machte den Mund auf, doch beim ersten Wort versagte die Stimme, so daß sie sich räuspern mußte, und erst dann sagte sie hastig und nervös, Steh auf! Krieg! Er hat angefangen! Ich beschloss, mich unverzüglich zum Rundfunk zu begeben. Dort waren meine Freunde, dort konzentrierten sich die neuesten Nachrichten. Ich zog mich an, aß mein Frühstück und verließ das Haus. An Häuserwänden und Litfaßsäulen sah man schon die großen weißen Flächen. Die Botschaft des Präsidenten an das Volk, die es vom Überfall der Deutschen in Kenntnis setzte. Die Leute standen in Grüppchen davor und lasen. Andere strebten hastig in verschiedene Richtungen, um noch die dringlichsten Angelegenheiten zu regeln. Im Geschäft an der Ecke, unweit unseres Hauses, beklebte die Inhaberin die Scheiben mit Streifen weißen Papiers, was sie vor dem Herausfallen bei den kommenden Bombenexplosionen bewahren sollte. Ihre Tochter schmückte unterdessen Teller mit Eiersalat, Schinken und Wurstringeln mit kleinen Nationalfahnen und Porträts der Würdenträger darüber. Die Straßen entlang rannten atemlos Jungen, die extra Blätter verkauften. Man sah keine Panik. Die Stimmung schwankte zwischen Neugier auf das, was kommen würde, und Verwunderung, dass alles gerade so seinen Anfang nahm. Vor einer der Säulen mit der Präsidentenerklärung hatte ein grauhaariger, gut rasierter und mit Sorgfalt gekleideter Herr Wurzeln geschlagen. Seine Erregung zeigte sich in hochroten Flecken, die ihm Gesicht und Hals überzogen. Zudem hatte er den Hut aus der Stirn nach hinten geschoben, was es sich mit Sicherheit in normalen Zeiten nie und nimmer erlaubt hätte. Er las, schüttelte ungläubig den Kopf und las wieder, wobei er sich den Kneifer tiefer auf die Nase drückte. Etliche Worte las er laut empört Sie haben uns überfallen, ohne Vorwarnung. Er blickte sich zu den Nachbarn um, was die wohl dazu sagen würden, hob die Hand, rückte noch einmal den Kneifer zurecht und rief laut, aber das ist doch unanständig. Schon im Gehen, nachdem er alles bis zu Ende durchgelesen hatte, konnte er sich noch immer nicht beruhigen und murmelte kopfschüttelnd Nein, so geht das doch nicht. Zum Funkhaus zu gelangen, erwies sich, obwohl ich nahe wohnte, als nicht gerade einfach und kostete mich doppelt so viel Zeit wie gewöhnlich. Ich ward auf halbem Wege, als aus den Radiolautsprechern, die an Laternenpfählen angebracht, in Fenstern aufgestellt und über Ladentüren aufgehängt waren, das Heulen der Alarmsirene ertönte. Dann hörte man die Stimme des Rundfunksprechers. »Wir rufen Alarm über die Stadt Warschau aus. Achtung, es rückt an!« an dieser Stelle verlas der Sprecher eine Reihe von Ziffern und Buchstaben des Alphabets, einer militärischen Chiffre, die in den Ohren von Zivilisten wie eine kabbalistische, geheimnisumwitterte Drohung klang. Sollten die Ziffern die Zahl der im Anflug befindlichen Flugzeuge bedeuten? Die Buchstaben vielleicht die Orte, auf die in Kürze Bomben niedergehen würden? Vielleicht ist darunter gerade der Ort, an dem wir stehen? Die Straße leerte sich rasch. Die Frauen eilten verschreckt zu den Schutzräumen. Die Männer wollten nicht hinunter. Sie standen in den Hauseingängen, fluchten auf die Deutschen, trugen ihren Mut zur Schau und machten ihren Ärger über die Regierung Luft, dass die Mobilmachung so ungeschickt durchgeführt wurde und nur einen geringen Teil der Wehrfähigen umfasste. Der Rest lief von einer Militärbehörde zur anderen und konnte selbst mit Geld und guten Worten nicht erreichen, dass man ihn in die Armee aufnahm. In den leeren wie ausgestorbenen Straßen hört man nur das Streiten der Mitglieder des Fliegerabwehrdienstes mit den Widerspenstigen, die um irgendwelcher Geschäfte willen aus dem Hauston schlüpften und verstohlen an den Häuserwänden entlang weiterzugehen versuchten. Ein Moment später erneut Explosionsgeräusche, doch auch diesmal waren sie nicht allzu nah. Das Funkhaus erreichte ich gerade in dem Augenblick, als zum dritten Mal Alarm gegeben wurde. Keiner jedoch hatte hier ja Zeit, sich bei jedem Alarm in den Schutzräumen zu verstecken. Das Senderprogramm war total auf den Kopf gestellt, und sobald man in aller Eile so etwas wie ein vorläufiges Programm zusammengebastelt hatte, gingen wichtige Meldungen von der Front oder auch diplomatischer Natur ein. Alles musste unterbrochen werden, um solche Nachrichten so schnell wie möglich durchzugeben, Militärmarschen oder Hymnen entsprechend geschmückt. Auf den Fluren der Büros herrschte heilloses Durcheinander und eine Stimmung kämpferischen Selbstbewusstseins. Einer der zum Militär einberufenen Beamten war nur gekommen, um sich von den Kollegen zu verabschieden und sich der Uniform zu zeigen. Er hatte sich vermutlich vorgestellt, dass ihn alle umringen würden und es zu einer rührenden und erhebenden Abschiedsszene käme. Doch er wurde enttäuscht. Niemand hatte Zeit, um ihm einen längeren Augenblick der Aufmerksamkeit zu widmen. So stand er da und fing vorbei einen Kollegen ab, um sein Programm Abschied von einem Zivilisten, von dem er später einmal seinen Enkeln würde erzählen wollen, wenigstens zum Teil vorzuführen. Er ahnte nicht, dass zwei Wochen später genauso wenig jemand Zeit haben würde, ihn mit einem angemessenen Begräbnis zu ehren. Vor der Studiotür packte mich ein alter Rundfunkpianist am Ärmel, der verdiente Professor Urstein der seit Jahrzehnten sein Leben nach Piano-Begleitungen maß, statt wie andere nach Tagen und Stunden. Wenn der Professor sich an etwas aus der Vergangenheit zu erinnern versuchte, begann er mit den Worten Ich begleitete damals, nachdem er erst einmal den Ort des Accompagnements in der Zeit fixiert hatte wie die Stelle eines Kilometersteins am Wegrand, ließ er sein Gedächtnis weiterschweifen, um andere Erinnerungen einzufangen, stets weniger wichtige. Jetzt stand er also vor dem Studio, betäubt und desorientiert. Wie würde er vonstatten gehen und wie würde er aussehen, dieser Krieg ohne Accompagnement? Sie wollten mir nicht sagen, begann er sich ratlos zu beklagen, ob ich heute überhaupt arbeiten werde. Am Nachmittag stellte sich heraus, dass wir beide arbeiteten, jeder an seinem Flügel. Die Musiksendungen, wenn auch zeitlich durcheinandergebracht, fanden statt. Weil die Frühstückszeit nahte und etliche Kollegen Hunger verspürten, verließen wir gemeinsam den Rundfunk, um in einem nahegelegenen Restaurant einen Imbiss einzunehmen. Die Straßen sahen beinahe normal aus. Auf den Hauptstraßen der Stadt herrschte lebhafter Straßenbahn, Auto- und Fußgängerverkehr. Die Geschäfte waren geöffnet, und weil der Stadtpräsident die Bevölkerung aufgerufen hatte, keine Vorräte anzulegen, die seiner Meinung nach überflüssig waren, standen vor den Läden nicht einmal Schlangen. Straßenhändler verkauften erfolgreich ein Papierspielzeug, das ein Schwein darstellte, nach Auffalten des auf eine bestimmte Art zusammengelegten Papiers jedoch Hitlers Visage. Im Restaurant bekamen wir mit Mühe einen Tisch, aber dann zeigte sich, dass etliche Gerichte, sonst immer auf der Speisekarte zu finden, fehlten, während andere leicht teurer geworden waren. Die Spekulanten hatten bereits mit ihrer Tätigkeit begonnen. Die Gespräche drehten sich hauptsächlich um den in Bälde vorgesehenen Kriegseintritt Frankreichs und Englands. Weniger unverbesserlich bei Pessimisten ausgenommen, waren alle davon überzeugt, dass dieser Eintritt jede Stunde, jeden Augenblick erfolgen werde. Viele meinten, dass auch die Vereinigten Staaten den Deutschen den Krieg erklären würden. Man führte die Argumente an, die aus den Erfahrungen des vergangenen großen Krieges geschöpft waren. Man pflichtete im Allgemeinen diesen Argumenten bei, als sei jener große Krieg nur ausgefochten worden, damit man wusste, wie der jetzige Krieg richtig und besser zu führen war. Jener Eintritt Frankreichs und Englands wurde erst am 3. September Realität. Ich war an jenem Tag noch zu Hause, obwohl es bereits elf Uhr war. Den Radiolautsprecher ließen wir den ganzen Tag an, um von den wichtigen Nachrichten kein Wort zu verpassen. Die Kommuniqués von der Front waren nicht so wie erwartet. Zwar war unsere Kavallerie in Ostpreußen eingefallen und unsere Flugzeuge bombardierten deutsche Militärobjekte, doch gleichzeitig musste sich das polnische Heer fortwährend irgendwo zurückziehen, angesichts der militärischen Übermacht des Feindes. Wie war das nur möglich, wodurch die Deutschen nur Flugzeuge als Pappe und Papppanzer hatten, wie unsere Propaganda behauptete, und synthetisches Benzin, das nicht einmal für Feuerzeuge taugt? Etliche deutsche Flugzeuge waren bereits über Warschau abgeschossen worden, und es gab Augenzeugen, die Leichen feindlicher Flieger in Papierkleidung und Papierschuhen gesehen haben wollten. Wie konnte eine so armselige Truppe uns zum Rückzug zwingen? Keiner begriff das. Mutter taumelte sich im Zimmer, Vater übte Geige und ich las im Sessel, als eine unbedeutende Sendung plötzlich unterbrochen wurde und der Sprecher mit bewegter Stimme eine Nachricht von höchstem Gewicht ankündigte. Vater und ich sprangen zum Apparat, während Mutter nach nebenan lief, um meine zwei Schwestern und den Bruder zu rufen. Aus dem Lautsprecher klang unterdessen Militärmarsche, worauf der Sprecher seine Ankündigung wiederholte, wie der Märsche erschallten und noch eine weitere Vorankündigung erfolgte. Wir hielten die nervöse Spannung kaum noch aus, als endlich die Nationalhymne ertönte und danach die englische Hymne. Wir erfuhren, daß wir beim Ringen mit dem Feind nicht mehr allein waren, daß wir einen mächtigen Verbündeten hatten und der Krieg mit Sicherheit gewonnen würde, selbst wenn sein Verlauf wechselhaft und sogar vorübergehend ungünstig für uns sein sollte. Schwer die Rührung zu beschreiben, die uns damals am Radiolautsprecher erfasste. Der Mutter standen Tränen in den Augen, Vater schluchzte schlichtweg, und Henrik, mein Bruder, nutzte die Gelegenheit, um mir den Arm in kämpferischem Gestus entgegenzuschleudern und in Rage zu schreien Ha, siehst du, hab ich dir doch gesagt. Regina war jedoch der Meinung, dass es sich nicht gehört, in einem solchen Augenblick Streit zu haben. Sie stellte sich zwischen uns und sagte ruhig Hört auf. Jeder weiß, dass es so kommen musste. Nach einer Weile fügte sie ergänzend hinzu, und es ergibt sich logisch aus den Verträgen, Regina war Juristin, eine Autorität in der allerlei Fragen. Da ließ sie schwer streiten. Halina hatte sich inzwischen an den Apparat gesetzt und angefangen, London zu suchen. Sie wollte sich an der Quelle vergewissern. Die zwei, meine Schwestern, waren die Besonnensten aus der Familie. Nach wem kamen sie eigentlich? Wenn überhaupt nach jemandem, dann nach der Mutter. Doch auch die machte im Vergleich zu ihnen den Eindruck einer ungestümen Person. Vier Stunden später erklärte Frankreich Deutschland den Krieg. Am Nachmittag bestand Vater darauf, an der Manifestation teilzunehmen, die vor dem Botschaftsgebäude der Briten stattfinden sollte. Mutter ließ ihn nicht gern gehen, doch er versteifte sich auf sein Vorhaben. Mächtig aufgeregt, erhitzt und in Geränge zerknautscht, kehrte er zurück. Er hatte unseren Außenminister gesehen und Englands Botschafter und den Botschafter Frankreichs. Er hatte Hochrufe ausgebracht und mit allen zusammengesungen. Doch dann hatte man unvermutet die Menge angewiesen, in Anbetracht eines eventuellen Luftangriffs so schnell wie möglich auseinanderzugehen. Die Menge folgte energisch, was bei meiner Fahrt das Erstickungstod zufolge gehabt hätte. Nichtsdestotrotz war er sehr zufrieden und guten Muts. Leider, unsere Freude war nur von kurzer Dauer. Die Kommuniqués von der Front wurden immer alarmierender. Am 7. September gegen Morgen ertönte heftiges Klopfen an der Tür zu unserer Wohnung. Im Treppenhaus stand der Nachbar von gegenüber, ein Doktor in Armeelangschäftern, dazu Jägerjoppe, Sportmünze und Rucksack. Er war in Eile, er achtete es jedoch für seine Pflicht, uns davon in Kenntnis zu setzen, dass die Deutschen auf Warschau zurückten, dass unsere Regierung nach Lublin ausgereist war und alle Männer die Stadt verlassen sollten, um sich auf die andere Weichselseite zu begeben, wo eine neue Abwehrlinie aufgebaut werden würde. Keiner von uns wollte ihm anfangs Glauben schenken. Ich beschloss, andere Nachbarn aufzusuchen, um Auskunft einzuholen. Henrik stellte das Radio an, doch das Radio schwieg. Die Station war stillgelegt. Von den Nachbarn traf ich nicht mehr viele an. Eine Menge Wohnungen war zugesperrt. In anderen bereiteten Frauen ihre Männer oder Brüder für den Weg vor, verweint und auf das Schlimmste gefasst. Es unterlag keinen Zweifel, dass der Doktor die Wahrheit gesagt hatte. Ich hatte rasch den Entschluss gefasst, hier zu bleiben. Es war sinnlos, sich auf den Landstraßen herumzutreiben. Wenn das Schicksal wollte, dass ich umkomme, dann besser bei mir zu Hause. Schließlich überlegte ich mir, musste sich jemand um Mutter und Schwestern kümmern, wenn Vater und Henrik mitgingen. Als es dann zur Beratung kam, erwies sich, dass auch sie beschlossen hatten, zu bleiben. Aus Pflichtgefühl versuchte Mutter uns dennoch zur Flucht zu überreden. Mit angstgeweiteten Augen blickte sie von einem zum anderen und kramte immer neue Argumente hervor, die dafür sprachen, dass wir Warschau verließen. Als wir jedoch energisch darauf bestanden, zu bleiben, malte sich in ihren schönen, ausdrucksstarken Augen das Gefühl instinktiver Erleichterung und Befriedigung. Komme was da wolle, es ist auf jeden Fall besser, zusammen zu sein. Ich wartete bis acht, dann ging ich und erkannte die Stadt nicht wieder. Wie konnte das geschehen, dass sie nur wenige Stunden so sehr, so völlig ihr Aussehen verändert hatte? Sämtliche Geschäfte waren geschlossen, die Straßenbahn fuhr nicht, nur Autos vollgepackt brausten mit überhöhtem Tempo durch die Straßen, alle in dieselbe Richtung, zu den Weichselbrücken. Durch die Marsalkowska marschierte eine Abteilung Soldaten, Sie gingen trotzig und sangen, doch auch an ihnen konnte man die bislang nirgends sichtbare Schlaffheit ausmachen. Jeder hatte seine Mün Mütze anders aufgesetzt, trug den Karabiner, wie es ihm gefiel. Sie marschierten nicht im Takt, und in ihrem Gesichtsausdruck hatten sie etwas, das davon sprach, dass sie gleichsam auf eigene Faust gingen, um sich zu schlagen, und dass sie längst aufgehört hatten, ihr Bestandteil einer so präzisen, vollkommenen Maschinerie, wie es der Armee, Armee ist, zu sein.« Zwei junge Frauen auf dem Gießsteig warfen ihnen rosa Astern zu, wobei sie hysterisch wieder und wieder etwas riefen. Niemand schenkte ihnen Beachtung. Die Leute hasteten eilends vorüber, und es war klar, dass sie alle über die Weichsel fliehen werden. Nun wollten sie rasch noch letzte wichtige Dinge erledigen, in Furcht, ob sie es noch schafften, ehe die Deutschen mit dem Angriff beginnen würden. Auch diese Menschen sahen alle anders aus als am Abend zuvor. Warschau war doch eine so ungemein elegante Stadt. Wo waren auf einmal die Männer und Frauen geblieben, gekleidet, als stammten sie direkt aus einem Modejournal. Diejenigen, die heute nach allen Richtungen strebten, waren wie zu einer Jäger- und Touristenmaskerade verkleidet. In Langschäftern, in Skischuhen, Skihosen, Breches, in Kopftüchern mit Bündeln, Rucksäcken, mit Stöcken in der Hand, nachlässig, sichtlich in Eile umgezogen, hatten sie keinerlei Mühe darauf verbannt, dass ihre Aufmachung einigermaßen zivilisiert aussah. Die Straßen, gestern noch so sauber, waren heute voller Unrat und Schmutz. In einer Seitenstraße auf der Bordkante, dem Trottoir, der Fahrbahn, saßen oder lagen andere Soldaten, geradewegs von der Front. Ihren Gesichtszügen, Posen und Gesten sahen die extreme Erschöpfung und Entmutigung an. Sie versuchten dies noch demonstrativ zu unterstreichen, damit bei den Umstehenden kein Zweifel aufkam, dass, wenn sie hier waren und nicht an der Front, dann darum, weil es sich nicht lohnte, dort zu sein. Es war zwecklos. Menschen, die in kleinen Gruppen unweit herumstanden, teilten sich gegenseitig die von den Soldaten gewonnenen Neuigkeiten aus den Kampfgebieten mit. Es waren Hiobsbotschaften. Unwillkürlich begann ich nach den Radiolautsprechern Ausschau zu halten. Vielleicht hatte man die auch irgendwohin mitgenommen. Nein, sie waren noch da, aber sie schwiegen. Ich eilte zum Funkhaus. Warum erfolgte keine Ansprache? Versuchte man nicht den Leuten Mut zu machen, sie von der Massenflucht abzuhalten? Der Rundfunk war außer Betrieb, die Direktion hatte die Stadt verlassen, und nur die Kassierer zahlten in höchster Eile den Angestellten und Künstlern eine dreimonatige Abfindung aus. Was sollen wir jetzt mit uns anfangen? Ich fasste einen höheren Verwaltungsbeamten bei der Hand. Geistesabwesen sah er mich an, dann zeigte sich Verachtung in seinem Blick, abgelöst von Wut, bis er mir schließlich seine Hand entriss. »Und, wen kümmert das?« brüllte er, zuckte die Achseln und stürmte auf die Straße hinaus, die Tür mit zorniger Wucht hinter sich zuknallt. Das war nicht mehr zum Aushalten. Niemand vermag all diese Menschen von ihren Fluchtwegen abzubringen. Die Lautsprecher an den Laternenpfählen melden sich nicht mehr. Niemand säubert irgendwo die Straßen vom Schmutz. Vom Schmutz oder von der Panik oder von der Scham, dass man über diese Straßen flieht, anstatt zu kämpfen. Niemand gibt der Stadt ihre plötzlich verlorene Würde zurück. Das ist die Niederlage. Bedrückten Herzens kehrte ich heim. Andern Tags in den Abendstunden traf das erste Geschoss der deutschen Artillerie das Holzlager gegenüber unserem Haus. Als erstes fielen die so sorgfältig mit weißen Papierstreifen beklebten Schreiben im Laden an der Ecke heraus.